Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 im Remake. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun hier im Polizeirevier. Und zwar wollen wir zwei Räume untersuchen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich da am besten hinkomme. Der eine ist im Stars Büro. Und der andere ist im Presseraum. Presseraum ist genau auf der anderen Seite. Da könnten wir vielleicht mal eben als erstes hingehen. Wobei das Stars Büro, weil wenn ich jetzt hier hochgehe, kommen wir ja zum Stars Büro. Ne, das Stars Büro ist dichter tatsächlich. Jetzt, wo ich hier gerade rumlaufe, könnte ich natürlich ein paar Bretter mitnehmen, ne? Fällt gerade was ein. Wir nehmen ein paar Bretter mit, für den Fall, dass wir noch wieder Räume haben, wo wir was dicht machen können. Und ich glaube, ansonsten brauchen wir auch keine Bretter mehr. Das kann übrigens weg. Hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal versucht wegzuschmeißen. Hat nicht geklappt. Okay. Haha. Es ist schön, wenn man sich hier wieder bewegen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass dieser dusselige Mr. Dingsbums rumläuft. War das jetzt das gleiche Stockwerk? Ja, und da komme ich auch so durch? Ja, komme ich. Gut. Muss nur ein bisschen aufpassen. Der könnte jetzt leben. Will er aber nicht. Also, wie gesagt, im Stars-Büro. Ich denke mal, dass man diese Verstecke echt erst entdecken kann, wenn man diesen Hinweis hat, dieses Foto. Hat da oben ist immer noch der Licker. Ich versuche ihn weiterhin zu ignorieren. Denn ich denke, das ist Weskers Schreibtisch. Und da, ja, jetzt dürfen wir da was machen. Tada! Oh, das ist sogar noch mehr, oder? Holzkiste? Was ist denn in der Holzkiste? Schauen wir mal rein. Oh, erweitertes Magazin für MQ-11. Was ist jetzt MQ-11? Die Uzi. Schön. Gute Sache. Noch ein Film. Den müssen wir natürlich noch entwickeln, klar. So, dann, da wir ja gerade wieder, gehen wir eben zurück, entwickeln den Film und dann gehen wir nochmal in den Presseraum. Der ist nämlich auf einer ganz anderen Seite. So. Das hat sich ja schon mal gelohnt, ne? Also nicht einfach nur irgendwelcher Bonuskram, sondern wir kriegen auch was dafür. Und das habe ich euch ja bisher nicht gezeigt. Deswegen machen wir das jetzt. Vor allem, jetzt haben wir ja auch so ein bisschen die Ruhe weg hier im Polizeirevier. Es ist nicht mehr so viel los. Ja, komm, schon laufen darf erlaubt sein. So, und dieser Film ist enorm und ich denke, der zeigt jetzt praktisch Rebecca Chambers. Also, ich glaube, das war genauso wie damals im Originalspiel. So, ich glaube, dann haben wir auch alle Filme. Genau. Aufstrebende Anfängerin. Hihihi. Das ist nämlich dieses kleine Gimmick, dass praktisch Wesker ein Foto von Rebecca im Schreibtisch versteckt hat. Gut, das war das. Und jetzt müssen wir in den Presseraum, bin ich der Meinung. Das habe ich nicht unbedingt erkannt, aber das hat mir einer geschrieben, dass das wohl der Presseraum ist. Und da will ich jetzt mal eben hingehen. Hi. Ha? So. Marvin, lassen wir mal links liegen, ne? Oder wollen wir ihn erlösen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, ich weiß gar nicht, ob hier noch viele Zombies rumlungern. War ich hier eigentlich schon drin? Ich glaube, den habe ich immer. Ja, nee, den habe ich immer übersehen, den Raum tatsächlich. Deswegen nehmen wir ein bisschen Munition mit. Diesen Abstellraum habe ich immer übersehen. So, der Presseraum ist jetzt hier links um eine Ecke. Hi. Na, stehst du wieder auf? So, wo ist dieses Radio, was hier stand? Da. Oder? Nee. Da! Nadelkartuschen. Das war's. Munition für das Elektroschockgewehr. Ah, so. Habe ich gerade den Schatzjäger. Ah, Trophäe gekriegt. Dann lasse ich ihn doch da stehen, ne? Der stört da ja keinen. Gut. Ja, dann gehen wir wieder zurück.
runter und dann können wir mit Sherry los. Ah, halt! Eine Tür müssen wir noch. Eine rote Tür müssen wir noch erledigen. Ja, machen wir dann. Hi, Marvin. Ich glaube, ich lasse dich leben. Das ist nur Munitionsverschwendung. So fies das irgendwie klingt. So, ich gehe noch eben hier gucken. Die Bretter können wir jetzt tatsächlich wieder wegpacken. Die Nadelkartuschen auch, weil ich jetzt das Gewehr gleich dabei habe. Ich könnte noch mal eben speichern. Nicht, dass ich gleich wieder irgendeinem Viech begegne und dann sterbe. Oder Munition verschwende. Ich brauche den Turmstecker, das ist das Problem. Ich muss erst wieder in den Raum rein, den Turmstecker holen. Und mit dem Turmstecker kann ich dann die Brücke wieder hochfahren. Und ich glaube, nur so komme ich jetzt an diese eine Stelle ran. So. Was? Habe ich gerade einen Zombie gehört? Wenn ja, wo kommst du her? Vorhin war hier keiner. So. Ich sehe keinen. Komisch. Gut, also diesen geheimen Bereich hatten wir dann schon mal jetzt abgeklärt. Und wie gesagt, in dem anderen, da waren noch so ein paar Sachen zum Einsammeln. Oh, da ist ja noch was. Die gute Munition habe ich schon wieder. Ich muss echt ein bisschen achtsamer sein. Kann das sein? Das ist ja, ich lasse andauernd irgendwas liegen. Und jetzt habe ich schon die Karte, wo ich immer entdecken kann, wo ich was vergessen habe. Und trotzdem lasse ich die Hälfte liegen, so gefühlt. Okay, so, das war der Raum. Jetzt muss ich gucken. Ja, ich muss zur Truhe. Genau hier auf der anderen Seite. Oder komme ich dann auch irgendwie anders hin? Komme ich da oben noch irgendwie anders hin? Unterer Wasser... unterer Kanal. Unterer Kanal. Nee, da ist eine Wand gewesen. Nee, da komme ich sonst nicht mehr anders hin. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall diesen Scheißstecker. Ich muss mir nur merken, wie ich da wieder hier hinkomme. Okay, ich fahre zurück. Alex merkt dir den Weg. So, genau. Ja, okay, das ist nicht so schwer, der Weg. Wenn ich jetzt hier halbwegs durchkomme, muss nur da links lang. Ich hätte dieses Viech einfach ignoriert. Hier, liegt er immer noch hier. Den hätte ich so ignorieren können, das wäre alles kein Problem gewesen. Ah, ich überlege gerade, ob ich mir die anderen Stecker auch alle einstecken sollte. Ich meine, ich brauche sie nicht. Aber sie werden da halt immer noch angezeigt als irgendwas nicht erledigtes. Und wahrscheinlich kann ich irgendwie noch ein zweites Videoband oder so finden, weil da ist ja immer noch als Gegenstand von Interesse angezeigt, der Videorekorder. Und ich glaube, wir finden sogar ein zweites Tape, aber erst viel später im Laborbereich. War die Tür schon immer auf? So, ich brauche den Turmstecker. Das bist du, ne? Du bist der Läufer. Du bist der Turm. Ja. Ich nehme den Turmstecker mit. Okay, also dann... Tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen hier rumlaufen und Backtracking machen. Aber, also, was heißt Backtracking? Ja, war es schon. Aber das waren ja auch Sachen, die uns was gebracht haben. Und ich kannte es noch nicht. Und ihr kanntet es, wenn ihr nicht andere Let's Plays geguckt habt, was ihr wahrscheinlich getan habt oder es selbst gespielt habt, dann kanntet ihr es auch nicht. Aber ja, gut. Die Tür will ich auf jeden Fall noch eben fertig machen. Dann haben wir, glaube ich, alles, was wir so mitnehmen konnten, mitgenommen. Abgesehen vielleicht von wieder ein paar Dokumenten, die ich vielleicht übersehen habe. Aber das sehen wir dann ja am Ende des Spiels. Ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt die Szenarien andersrum spielen, ich packe, also Claire A und Leon B, wie wir es gerade tun, ob es dann eventuell an manchen Plätzen noch andere Dokumente jetzt gibt, die man vorher vielleicht nicht finden konnte, das weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht. Aber egal. Okay, so, dann den jetzt hier einsetzen. Tada. Und die letzte Tür. Und danach können wir diesen wunderschönen Bereich verlassen und hoffen, dass Sherry das immer noch überlebt. So. Tada. Sehr gut. Und der Schlüssel kann weg, ne? Perfekt. Ah, was haben wir noch hier Schönes drin? Ist nicht viel. Einmal Schießpulver groß und... Ah, die...
das hochwertige Schießpulver. Ich kombiniere es direkt, weil dann kriege ich Säuregranaten, die nicht unbedingt verkehrt sind, ne? Hat sich doch gelohnt. Okay. Dann jetzt zu Cherry. Cherry, die Kirsche. Nochmal speichern? Ne, brauche ich nicht. Wir können ja in dem neuen Bereich direkt speichern, glaube ich. Ich glaube, das war jetzt nicht mehr so schwierig. Das ist relativ. Der Anfang des neuen Bereichs ist dann ja auch recht harmlos, sagen wir so. Na, stehst du nochmal auf? Jetzt, wo ich alles hab? Nicht? Schade, ne? So. Okay, dann haben wir es ja gleich. Alles abgefrühstückt, was, glaube ich, geht. Zumindest so Waffen-Upgrades und so, glaube ich. Dann. Ich glaube, letztes Mal hatte ich mich. Weil ich kannte das Spiel überhaupt noch nicht. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der Mr. X da nicht mehr rumläuft. Und ich hatte einfach zu viel Panik, glaube ich, im Polizeirevier noch alles abzugrasen. Und diesmal habe ich mir gedacht, komm, es kann ja eigentlich nicht viel passieren. Deswegen machen wir es einfach. Okay, dann auf geht's in den letzten Teil eigentlich des Spiels. Polizeirevier ist eigentlich der größte Teil. Und Diese Bahn fährt zum Nest. super. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Toll. Ja, dann gibt's halt diesen Kanalisationsbereich, der eigentlich nicht sehr lang ist. Und dann zum Schluss das Labor. Habe ich von meinem Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber. Hey, Sherry, komm her. Hey, halte durch, okay? Nest wird in Kürze erreicht. Das klang auch gerade überall. Nest wird in Kürze erreicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. Tja. Die Computerstimme klang gerade echt wie Esther von Baris Ferraris. Da hat ja auch einer gratuliert. Oh, das hast du aber einen tollen Kauf gemacht. Das ist ein tolles Stück. Und sie so, yeah! Also so voll zickig. Also es klang total. Weil das war anscheinend von ihr nett gemeint, aber es klang überhaupt nicht nett. So, yeah! Na und? So ungefähr? Was geht dich das an? Diese Esther ist so scheiße. Genau wie Susanne. Ich bring dir ein Heilmittel. Halt einfach durch, Sherry. Ist okay. Sie tippelt wieder. Claire tippelt wieder. Gibt's ja nicht was zu suchen, außer der Schreibmaschine. Ich darf die Schreibmaschine ja nicht mal nutzen. Na egal. Gut. Wir bringen dich jetzt erstmal auf die Liege und dann gucken wir uns hier noch um. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet Das kann ich leider nicht. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet ist. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Bestimmt. So, dann legen wir dich mal hier ins Bett. Hier ist gut. Okay. Was jetzt? Irgendwas muss doch hier sein. Antivirales Agens. Das ist es. Das muss es sein.
Hey. Hey, Sherry. Ich muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. Jo, das ID-Armband. Sieh mal, ID, ID, ID. Ja, das müssen wir jetzt ja zweimal upgraden. Was war hier los? Achso, das war nur die Nest-E-Mail, dass man so ein bisschen willkommen geheißen wird. Ja, du bist im Nest, juhu, freu dich schon mal. Karte des Labors, das ist gut. Hier gibt es auf jeden Fall noch Flammengranaten, da liegen sie. Sehr schön. Okay. Dann haben wir den Bereich schon mal erledigt. Hier gibt es Sachen. Ne? Da können wir gleich speichern. Und da ist eine Truhe. Aber erstmal gab es, glaube ich, noch was. Ah, da erfahren wir doch Schlafraumprotokoll. Die eine Tussi da. Wayne Lee, genau. Oder war das die? Ich glaube, das war die, von der wir später noch was finden. Ja, da will ich gleich lang. Erstmal tatsächlich abspeichern. Wir werden jetzt noch ungefähr, ja, ein Dreiviertelstündchen ungefähr aufnehmen. Und dann ist das für heute auch wieder gewesen. Ob wir es beim nächsten Mal dann schon schaffen, weiß ich nicht. Es kommt ja noch ein bisschen was. So. Kann man das hier nicht eigentlich verbinden, sag mal? Ja, meine ich doch. Wo ist das Problem, ne? So. So, das kann da meinetwegen hin. Ja. Will ich den ganzen Quatsch eigentlich mit mir rumschleppen? Eigentlich brauche ich ja eher Flammen gerade. Ich habe halt nicht so viel Waffen, das ist das Ding. Schleppe ich das jetzt alles mit? Oh, vielleicht lasse ich die eine Flammengranate hier. Eigentlich möchte ich eigentlich lieber die... Das ist aber auch nicht einfach. Erstmal behalte ich es. Aber oh, da ist noch... Ach, die ID-Einbänder, genau. Ich wollte speichern. So, zack. Von der Anzahl der Speicherungen kommt es wahrscheinlich wieder hin wie letztes Mal. Vielleicht ein bisschen mehr. War ein bisschen verschwenderischer. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ah, das schöne alte Umbrella Corporation. Sieht schön aus. Jo, dann wollen wir mal gucken. Was habe ich jetzt gerade ausgerüstet? Die Pistole. Ja, gut. Mit der guten Muni oder der schlechten Muni? Warte mal. Nee, ich will lieber die schlechte. Die gute schone ich mir auf für härtere Zeiten. So, da können wir rein. Hi, mein Freund. Meine Fresse. Ach, du stellst dich wieder an, Claire, ey. Boah. So, ist jetzt mal gut, ja? Habe ich kein Messer? Gut. Der dürfte hinüber sein. So, jetzt sind aber bestimmt noch zwei andere hier drin gewesen. Einer frisst gemütlich. Sie ist bestimmt auch sehr nett. Oh nein! Oh. Immer, ja gut, es passt nicht so viel in die Knarre rein, das ist wohl richtig. Aber sie hat mehr Wumms, finde ich, als diese scheiß Laserknarre. Schaffst du das nicht, die Tür aufzumachen? Du hast kein ID. Das ist ja wohl nicht wahr. Du hast kein ID-Armband, wollte ich gerade sagen. Blöde Kuh. Jetzt komm her, du. Gib mir mein Messer wieder. Wahrscheinlich tot. So, haben wir es jetzt hier. Also ich weiß, einer frisst noch, ja. Meine Fresse. So, tot ist sie.
Oh. Okay, jetzt haben wir hier alles leer. Granate. Okay. Granate. Ich habe hier so viel Munition wieder verballert, ne? Ach, das sind doch wieder diese Nagelkästen da. Ja, vielleicht kann ich die auch mal benutzen, diese komische Knarre, aber irgendwie ist die nicht so doll. Da komme ich ja gleich durchgekrabbelt. So war das, glaube ich. Nee, ist hier echt nicht, ne? Achso, ist die Leiter, ja. So, hier ist nichts mehr. Doch, da liegt der Schießpult. An der Küche, okay. Die Küche zählt praktisch zum Raum dazu. Aber das ist eigentlich. Ja, eigentlich ist das ein anderer Raum. Wenn man es mal genau nimmt. Warte mal, war da vielleicht ein Raccoon versteckt hinter mir? Haha. Die Idee wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen, ne? Aber da war keiner. So, und das nehmen wir auch mit.